Hallo liebe Zockerfreunde, hier ist wieder euer Markus und da bald Halloween ist, gibt es bei Crusaders of the Lost Idols das zweite Event mittlerweile, natürlich im Setting von Halloween. Das Event heißt Emus New Moon und ist ähnlich aufgebaut wie das erste Event. Wenn wir mal hier drauf klicken, sieht man, es gibt wieder zwei Crusaders, die dann die Rolle tauschen mit einem der schon bestehenden. Die bleiben natürlich erhalten, auch wenn das Event vorbei ist. Des Weiteren gibt es besondere Kisten, wo Gegenstände nur für diese beiden Crusaders drin sind. Heißt also, euer Hauptziel sollte auch sein, nicht nur die beiden Crusaders zu bekommen, sondern auch Gegenstände für die, da sie sonst nicht weiter gebufft werden und natürlich den Anschluss an die normalen Crusaders verlieren. Des Weiteren gibt es wieder insgesamt einen Bonus von 6% auf den Schaden aller Crusaders zu bekommen mit immer schwieriger werdenden Aufgaben. Außerdem hat man sich entschlossen, jetzt einen Button zu machen, wo erklärt wird, wie gespielt wird, wie man startet. Das hatte wahrscheinlich beim ersten Mal doch zu ein paar Verwirrungen geführt, beziehungsweise viele wussten wahrscheinlich nicht, wie sie das Event starten. Darauf gehe ich nochmal ganz kurz ein. Ihr müsst, wenn ihr in einer Kampagne seid oder das Spiel das erste Mal angefangen habt, bis zum letzten Crusader kommen. Das ist Nate Dragon und der hat die Fähigkeit The End of the World, wo er sozusagen ein Reset macht. Wenn ihr den ersten Reset gemacht habt oder wenn ihr euch schon auskennt, dann aus der Kampagne die Kampagne beenden, die Welt resetten und dann könnt ihr euch kommt ihr in dieses Menü und könnt euch jetzt in diesem Emus New Moon eine neue Kampagne aussuchen. Es gibt auch dafür wieder eine extra Formation und wie ihr sehen könnt, es gibt vier Kampagnen. Und eine, die extra Free-to-Play, wo es dann eben die relativ teuer ist. Man kommt in diese Kampagne nur rein, indem man bestimmte Anzahl an Halloween-Candies spendet sozusagen. Am Anfang sind das 100 Stück. Die fallen, und das ist unabhängig vom Level oder Stage, wo ihr gerade seid, in unregelmäßigen Abständen direkt einfach vom Gegner. Und ja. Ihr sammelt die. Wenn ihr euch erinnern könnt, beim letzten Event hatte ich, dadurch, dass ich 9 Tage nicht da war, 17.000. Also ihr kriegt auf jeden Fall in den 10 Tagen genug Bonbons hier, die ihr dann auch nutzen könnt, um das zu starten. Ich bin jetzt gerade bei der vierten Kampagne, habe diesmal gleich von Anfang an alles mitgemacht und könnte jetzt die Kampagne auch schon beenden, da ist jetzt aber bald Schlafenszeit auch ist, habe ich mich dazu entschlossen, über die Nacht die lieber nochmal laufen zu lassen und dann noch ein paar Truhen mitzunehmen und auch nochmal ein paar Level, damit ich später wieder mehr Idols bekomme. Das Wichtigste natürlich an der Kampagne bzw. an dem Event sind die beiden Crusaders und auf die möchte ich jetzt nochmal ganz kurz eingehen. Die beiden bilden zusammen ein ziemlich gutes Paar. Man kann sie natürlich auch einzeln verwenden, aber sie bieten eine neue Möglichkeit, wie man spielt und das wird relativ schnell ersichtlich. Den zweiten Crusader, den wir bekommen, aber der erste, der sozusagen einen anderen austauscht, ist der Deco Laterne. Der nimmt nämlich den Platz von Natalie Dragon ein. Meiner Meinung nach ist er von seinen Fähigkeiten, die er bekommt, grundsätzlich erstmal besser. Natalie hat natürlich den 150% Buff, allerdings ist man da sehr unflexibel, weil natürlich man den Bruder mit drin haben muss. Der Jack hat ziemlich gute Buffs und hat zwei Fähigkeiten. Der eine ist, dass er ein Tank ist, er nimmt 33% weniger Schaden, weshalb er in die erste Reihe gehört. Und wenn man ihn jetzt natürlich noch mit dem Greifen kombiniert, der die Fähigkeit hat, dass sozusagen die Reihe vor ihm 65% weniger Schaden nimmt, ist er schon ein sehr, sehr ordentlicher Tank.
Dazu hat er die Fähigkeit, dass wenn ein Gegner ihn angreift, alle anderen Crusaders und er selber 10% Schaden dazu bekommen. Für jeden Gegner. Ihr seht also schon, worauf es hinausläuft, auf ein Spiel, wo man eben dann mit aufsteigenden Stages und je schwieriger es wird, versucht dann eben auch viele Charaktere, also viele Gegner, den Jack angreifen zu lassen, um dann eben doch noch eine Hürde zu überwinden. Wie immer bei den beiden ist es natürlich so, ihr solltet versuchen im Event hier die Gegenstände voll zu machen. Nicht nur, dass ihr dadurch einen Bonus bekommt, sondern beim normalen Spiel kriegt ihr keine Gegenstände mehr für die und dann verlieren sie vielleicht den Anschluss gegenüber den normalen Crusaders, wenn die wiederum gute Items haben oder bessere Items bekommen mit der Zeit. Und das wäre schade, weil ihr nehmt euch damit echt die Möglichkeiten, mit den beiden neuen zu agieren. Der erste Crusader, den ihr bekommt in diesem Event, ist Wendy, die Hexe, und die ersetzt den Prinzen. Der Prinz selber ja ein Schadensmacher mit keiner besonderen Auswirkung auf die Gruppe, sage ich jetzt mal, bis auf den Crusader-Schaden für alle. Auch die Hexe an sich von den Fähigkeiten schon mal besser als der Prinz. Und hat zusätzlich auch die Fähigkeit, dass sie 25% mehr Schaden, und das ist Base-Schaden, kriegt, sobald ein Gegner auf dem Bildschirm ist. Das heißt, ihr merkt schon, wenn wir den jetzt mit Jack kombinieren, Jack greifen 10 Gegner an, dann wird die Hexe umso stärker und wird eigentlich mit die stärkste oder der stärkste Crusader, den ihr haben könnt. Hier habe ich schon einen Besen bekommen. Man muss dazu sagen, es gibt auch die Möglichkeit für diejenigen, die mit Geld spielen möchten, über den Shop den Nimbus 2000 zu erwerben. Ja, ein Schelm, wer da an Harry Potter denkt. Der zu den Golden Epic Gear gehört, die 300% mehr Schaden machen. Dadurch wird natürlich die Hexe sehr, sehr stark. Allerdings müsstet ihr dazu dann doch in den Geldbeutel greifen. Ob der auch zu bekommen ist, wenn man 15.000 Candies opfert, weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht so weit. Ja, das nur die Option für diejenigen, die 2 Euro oder mehr in die Hand nehmen wollen und sich ein paar Patronen holen als Gag obendrauf, beziehungsweise als Verbesserung für die Hexe. Ja, das sind die beiden Crusaders. Meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Ergänzung und auch eine schöne Art, mal ganz anders zu spielen, weil ein Tank gab es bisher noch nicht so in der Form. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch etwas weiterlaufen lassen. Ich denke mal so bis Stage 200 werde ich morgen sein und damit dann auch wieder ein paar Idols haben. Momentan komme ich jetzt so an die Grenze von 700. Rubine habe ich auch durch diverse Quests schon bekommen, hatte aber nie so die Notwendigkeit, die einzulösen, da, wie ihr sehen könnt, ich auch eine kleinere Menge Truhen habe und ich versuche bis jetzt immer so, mein Reset der Welt bei einer Stunde zu machen, anderthalb Stunden zu machen, dann bin ich so ungefähr bei 27, 28 Idols, die ich bekomme. Das ist für mich momentan eine gute Durchschnittsgröße gefühlt, ohne das jetzt irgendwie durch eine Excel-Tabelle gerechnet zu haben, aber das ist jetzt so meine Empfehlung, wenn ihr so in der Größenordnung seid. Da könnt ihr auch noch nicht alle Quests machen, beziehungsweise einige würden so lange dauern, dass es sehr unsinnig wäre, das zu machen für die paar Rubine, sodass ihr dann erstmal Idols holen sollt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Event. Hoffe, ihr kriegt alle die beiden Crusader und könnt auch die ordentlich ausstatten. Bis dann, euer Markus.